Leipziger Erinnerungen an den armenischen Dirigenten Organ Doyan. Mit leidenschaftlicher Anspannung aller inneren Kräfte und überlegener Ruhe, mit schöpferischer Fantasie und einer zart fühlenden Seele hypnotisiert er das Publikum und befördert es mit Suggestivkraft und Feuer in Ekstase. Sein Leben ist ein Brennen für die Musik. Mit vulkanartigen Ausbrüchen oder weit ausschwingenden Bögen, alle Nuancen von Tempo und Dynamik voll entfaltend, mit sparsamen Gesten, ohne Partitur, ohne Taktstock, denn seine Hände malen die Musik, mit geschlossenen Augen wird er zum Nachschöpfer des Komponisten. Die innere Harmonie mit den Musikern des Orchesters ist ihm wichtig. Überschäumende Freude, aber auch tiefe Traurigkeit liegen in seinem warmherzigen Wesen. Der Dank des Publikums entlädt sich in stürmischen Ovationen, die vom Orchester immer wieder auf den Dirigenten gelenkt werden. Organ Doyan war in den Jahren 1962 bis 1969 ständiger Gastkapellmeister beim Gewandhausorchester Leipzig. 20 Konzerte sind noch tief im Gedächtnis der älteren Leipziger verankert. Mit dem Rundfunksinfonieorchester Leipzig entstand 1969 die Gesamtaufnahme von Tschaikowskis Oper »Die Jungfrau von Orleans«. Doyans Arbeitspensum war enorm, denn er leitete gleichzeitig die Philharmonie, das Opernorchester und das Rundfunkorchester in Jerewan. Außerdem arbeitete er mit der Staatskapelle Dresden und dem Rundfunksinfonieorchester Berlin. Werke von Berlioz, Prokofjew, Mussorgsky, Ravel und Wolfgang Strauss gelangten damals zur Aufnahme. In den Jahren 1966 bis 1969 stand er mit Wagners Lohengrin, Verdis Aida und Don Carlos am Pult der Leipziger Oper. Mit der Neueinstudierung des Fürst Igor von Borodin in der Inszenierung von Joachim Herz setzte Organ Doyan eigene Maßstäbe im Gewandhausorchester, die aufhorchen ließen. Ich, Anne-Christine Paul-May, jetzt Ehrenmitglied der Oper Leipzig, konnte 1967 als junge Sängerin mitwirken. Die Leidenschaft Organ Doyans für Borodins Werk, die Poesie, sein totaler Einsatz für das von ihm verinnerlichte Gesamtkunstwerk von riesigem Ausmaß, sein Witz und seine starke Persönlichkeit feuerten das Ensemble zu strahlenden Leistungen. Ich darf drei langjährige Gewandhausmitglieder begrüßen, die unter Organ Doyan eine ganze Reihe Konzerte gespielt haben. Herr Otto Georg Moosdorf, an den vorderen Pulten der ersten Geigen immer zu sehen gewesen. Herr Karl-Heinz Passin, langjähriger erster Soloflötist. Und Herr Werner Seltmann, langjähriger Solofagottist des Gewandhausorchesters. Sie haben unter Organ Doyan zahlreiche Konzerte gespielt. Und es interessiert ganz einfach, welche Eindrücke sind da entstanden. Es war ja eine unheimliche Spannung. Wie kam diese Spannung zustande? Sie haben wohl das erste Konzert miterlebt, Herr Passin? Ja. Mit der 12. Schostakowitsch als Erstaufführung hier. Wie ging das damals vonstatten? Ja, also der Organ Doyan kam das erste Mal an das Gewandhausorchester und er brachte unter anderem eben die 12. Sinfonie von Schostakowitsch mit. Die ersten Proben, er kam rein, die ersten Proben, er hatte das Werk vollkommen drauf auswendig und war eine ganz intensive Probenarbeit. Wir waren eigentlich von Anfang an von ihm fasziniert. Im Konzert
war er dann fast überschwänglich, voll Intensität. Und wir waren eigentlich nach dem Konzert ganz begeistert. Auch von Anfang an fühlten wir eine große Sympathie von beiden Seiten. Das war so mein erster, ich war damals ein junger Mensch, ganz jung, waren die ersten Eindrücke. Herr Moosdorf, Sie haben ja auch sehr viele Konzerte erlebt. Welches Repertoire hat er hier in Leipzig mit dem Gewandhausorchester gespielt? Ich habe auch dieses erste Konzert von Ogan Durjan mitgespielt. Da war ja noch auf dem Programm auch die zweite Sinfonie von Borodin. Auch für uns alle neu. Ich war im dritten Dienstjahr. Und bei Komitschny, der ja im Jahre vorher gestorben war, waren die Programme doch etwas mehr konventionell. Es wurde viel Beethoven, viel Brahms, viel Bruckner gespielt. Und Durjan brachte in diesem ersten Konzert zum Beispiel eben diese beiden Werke, die Borodin-Symphonie kannte niemand und die Schostakowitsch-Symphonie war ja gerade erst ein Jahr vorher von Mravinsky in Leningrad uraufgeführt worden. Ich kann mich nur den Eindrücken von dem Kollegen Passin anschließen. Es war eine sehr intensive und zielgerichtete Probenarbeit. Und das Konzert hatte eine ganz tolle Spannung. Das kann man auch von den Konzerten danach sagen. Er hatte in den nächsten Jahren dann viele Konzerte übernommen, in einem Jahr sogar vier. Und es war immer interessant, wie er in anderer Weise als seine Kollegen an die Werke ranging. Er hatte sich immer ganz intensiv damit befasst und hatte eine ganz eigene Meinung von den Werken. Das war eigentlich immer geblieben. Er hat ja auch Bruckner dirigiert. Eine Domäne, kann man sagen, des Gewandhausorchesters. Waren da Unterschiede zu der Bruckner-Tradition, wie sie vor allem durch Konvitschny dann geprägt worden war? Wie ist er an Bruckner herangegangen, der ja für einen Armenier nicht das Selbstverständlichste ist? Das schon. Ich möchte sagen, dass man eigentlich nicht den Unterschied machen kann, ob er jetzt an Bruckner reingegangen ist oder an Tschaikowski oder an Beethoven. Er hat uns wirklich begeistert, tatsächlich durch seine, naja, er war ja ein Dirigent, der wenig sprach, sondern dirigierte. Das ist eigentlich bei Musikern immer sehr beliebt. Ja, Dirigenten, die viel reden und dann kommt eigentlich beim Dirigieren nicht so viel, die sind nicht so sehr gut angesehen. Er hatte die berühmten sprechenden Hände. Ja, ja. Und er konnte dann, also in der Probe schon, aber auch natürlich besonders im Konzert, wirklich mit seinen Dirigaten, mit seinen Bewegungen, auch mit seiner Mimik und so weiter, tatsächlich das Orchester so faszinieren, dass es seine Interpretation auch umsetzen konnte. Und er war ja derjenige, ich weiß, ich habe mal ein längeres Gespräch gehabt mit ihm, der sagte, das Wichtigste für einen Dirigenten ist, also als Voraussetzung, dass er die Stücke auswendig beherrscht. Das war seine Meinung. Das höre ich noch ganz genau, das hat er ganz persönlich auch immer in einem Pausengespräch. Und er meinte, dadurch ist es möglich, und das stimmt ja auch, dass er beim Konzert den Musiker anders anschauen kann, ganz anders inspirieren kann, als wenn einer aus der Partitur dirigiert und bloß ab und zu mal so ein bisschen den Kopf hebt. Ja? Und das habe ich auch manchmal in Gesprächen mit anderen Dirigenten erwähnt, die Meinung von ihm, die ich tatsächlich, also ich möchte sie unterstützen, denn wir haben das ja in den Konzerten erlebt, wie er eben uns ganz persönlich da ansprechen konnte mit seiner Art. Ich fand auch gut bei ihm, dass er kam zum Beispiel öfters in den Pausen zu uns hinter, zu den Bläsern, und sprach mit dem Einzelnen mal über die und jene Stelle. Nicht jetzt vom ganzen Orchester eine Kritik, sondern machte das mal so unter vier Augen ab. Er tischte das vielleicht lieber so oder so und so. Ich fand das sehr gut. Das war, man konnte da auch eine Gegenrede eher bringen, während ja der Musiker im Orchester, oder sagen wir mal selten, etwas sagen kann zum Dirigenten, zur Meinung des Dirigenten.
Ich habe ja selber auch als Musikkritiker und vor allem Musikliebhaber die Konzerte alle erlebt unter Dorian. Und das, was da gesagt wird, die Ausstrahlung, die von ihm ausging, die spürte man auch im Saal. Es war eine unglaubliche Spannung immer. Und aber für mich war auch interessant, das funkte beim Orchester und wirkte aber auch wieder auf Dorian zurück. Das war nicht nur ein Dirigieren, sondern ein Führen und Aufnehmen. Ein immer gegenseitiges Musizieren, das zu solchen Leistungen führte. Ich hatte noch ein ganz spezielles Erlebnis. Er hat ja auch die zweite Sinfonie von Fritz Geisler 1965 uraufgeführt. Wir waren, Fritz Geisler und ich als Vertreter des Komponistenverbands, bei ihm vor der ersten Probe. Und es gab schon eine Schallplattenaufnahme des Berliner Rundfunksymphonieorchesters mit Rolf Kleinert. Fritz Geisler wollte Ogan Durjan die Aufnahme übergeben. Er möchte sich doch anhören. Und er sagte strahlend, ja, ich danke Ihnen, aber das werde ich mir erst nach der Aufführung anhören. Ich beherrsche das Werk auswendig, ich habe eine ganz genaue Vorstellung vom Werk. Kommen Sie bitte morgen zur Probe, da können Sie öffentlich korrigieren. Und ich bin auch zu dieser Probe gegangen. Er hat Dinge gehört, wie sie beim ersten Spiel eben passieren, die nicht mal Fritz Geisler immer aufgefallen waren. Er hat auswendig dirigierend die kleinsten Kleinigkeiten korrigiert und Fritz Geisler sagte zu mir in der Pause, der macht das ja viel besser als Kleiner, da kann ich zufrieden sein. Also ich wollte auch mal sagen, dass vor allen Dingen auch dieses herzliche Verhältnis zwischen Ogan Durjan und dem Gewandhaus, das möchte ich ganz hervorheben. Wir haben uns irgendwann in den 70er Jahren, waren wir in Paris mit der 9. Beethoven und auf dem Heimweg dann in der Nacht trafen wir Ogan Durjan dann auf der Straße und er freute sich, das war, als würden sich Freunde treffen. Also ich möchte auch noch dieses Menschliche von ihm, was auch auf uns übergegangen ist. Das kann ich nur unterstreichen, das ist wirklich wahr. So persönlich war der mit dem und jenen, ja. Nicht so wie oft Dirigenten so Distanz halten, ja. Und das sagt man ja auch dem Nikisch nach, dass er dieses Verhältnis hatte. Genau. Und es ist interessant, dass in heutiger Zeit viele Kritiken davon sprechen, dass man irgendwie an die Ära Nikisch erinnert wurde, wenn er dirigierte, weil er diesen Abendkontakt, diesen Blickkontakt und den Händekontakt zu jeder Zeit herzustellen imstande war. Und das wäre eine Parallele, die er wirklich in unsere Zeit gebracht hat, wo es manchmal Dirigenten gibt, die doch eigentlich nur arbeiten in der Probe und abends wenig aussenden, was die Musiker mitnimmt. Das hat er immer geschafft. Genau. Ich hatte ja Kontakt auch zu älteren Orchestermitgliedern. Es waren Einzelne da, die als Substituten noch unter Nikisch gespielt haben. Und es war die Meinung, er sieht nicht nur Nikisch ähnlich, er hat auch diese Ausstrahlung, seine Augen sprechen wirklich. Man muss ihn eigentlich nur anschauen, da weiß man, was er will. Ja, wenn ich versuche, ein Resümee unseres kurzen Gespräches zu ziehen, dann ist auffällig, Sie sprechen über diese Konzerte, als wären sie erst gestern gewesen. Sie sind noch unmittelbar lebendig. Und das ist wohl das Schönste, was man von einem Dirigenten haben kann, wenn ohne Schallplatten das noch lebendig ist, was er gestaltet hat, was wir mit ihm erlebt haben. Im Jahre 2007 vollendet Ogan Durjan sein 85. Lebensjahr. Deshalb möchte ich mit ehemaligen Musikern des Gewandhausorchesters, Mitgliedern der Oper Leipzig und Studenten der Hochschule für Musik und Theater Leipzig an diesen genialen Musiker erinnern. Seine Kompositionen sollen erklingen, insbesondere die delikaten Lieder für Singstimme und Klavier.
Über 20 Jahre arbeitete Orgán Dorian an der Entdeckung eines neuen musikalischen Systems und nannte es Universalism oder der schöpferische Musiker. Er reflektiert darin das Klangbild des gesamten Geschehens im Weltall mit den Urbausteinen Polyphonie und Polyrhythmik. Das möchte ich den kleinen Künstlern der Leipziger Musikschule Johann Sebastian Bach nahebringen. Orgán Dorian hat einen Meisterkurs für junge Dirigenten auf DVD erstellt. Diese Aufnahmen sollen den Studenten der Leipziger Hochschule für Musik und Theater gezeigt werden und zur Diskussion anregen. Im August 2007 wird Orgán Dorian beim Klassik Open Konzert vor der Leipziger Oper als Dirigent zu sehen sein. Der Mitteldeutsche Rundfunk mit seinem Programmdirektor Dr. Steffen Lieberwirth ist bereit, die dramatische Ouvertüre von Ottmar Gerster, einem Leipziger Komponisten, und andere Aufnahmen aus der Leipziger Zeit zu senden und ein Porträt Orgán Dorians zu gestalten. Für alle Leipziger, die Orgán Dorian noch persönlich kennen,